Ja, hallo, wir sind da jetzt in Slowenien und wir sind an der Isonzo Front. Das ist die vom Ersten Weltkrieg, eine Frontlinie. Das ist das Museum dazu. Und wir gehen da jetzt in eine Kaverne rein. Das ist ein Museum, das was gratis ist. Ich werde es einblenden, wie es heißt, weil ich weiß jetzt gerade nicht. Da haben wir jetzt eine Festung mit Schießscharte. Und auch bei diesem Eingang hier erkennt man eine Schießscharte zur Absicherung. So, das nächste ist jetzt eine Beobachtungsstelle aus dem Ersten Weltkrieg. Es ist praktisch alles ausbetoniert. Mit ziemlich, ja, mit einem Meter Beton wird es schon sein, ne? Was man da hat. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass die ganzen Bäume da weg noch nicht da waren vor 100 Jahren, oder? Wie man erkennen kann, war da früher fast kein Wald, nicht, ne? Da war gar nichts verwachsen. Da sieht man eben die alten Stellungen erhöht. Karetnica, genau da sind wir nämlich ja. Dann die alten Stellungen mit den Eisen drinnen, dass man eben rausschauen kann, ohne dass man von Scharfschützen getroffen wird. Ja, da ist das Fort. Und da steht jetzt auf einer Brücke und wenn man da jetzt drüber schaut, dann kann man, wenn man ganz genau schaut, kann man da schon eine Schießscharte erkennen, ja? Um jetzt zum Fort Hermann zu kommen, muss man da praktisch durch den Stollen. Der ist gesichert durch eine Schießscharte. Ich glaube, dass das sogar beleuchtet ist. Das Ganze ein bisschen touristischer ist. Naja, ein bisschen beleuchtet ist er. Sau kalt wird es. Wieder wird die meine gleich jammern. Wenn man zuerst von der Straße eine Schießscharte entdeckt, die haben da wirklich in dem Berg, den haben sie komplett ausgehöhlt. Ne? Wahnsinn! Licht. Weil da hat sie eine geile bläuliche Farbe da drin. Der Moni aus sie gehabt, nein, die sind da Wasser abgefallen. Nur fürs Wasser. Aha. Und da müssen sie dann die Straßen sehen. Siehst du jetzt nicht, aber schräg, sogar noch so alte Ketten. Ja,
Ja, und wie man sieht, haben wir jetzt die Schießluke, also die Schießscharte auch von innen gefunden. Das ist der Beweis dafür, dass man eben da die Brücke sieht. So, und da geht es jetzt schon Richtung Ausgang, Richtung Fort Hermann. Wenn man da ganz hinten schaut, sieht man dann auch, wo wir hergekommen sind. Such im Bunker. Die Bunker. Bunkersuchratte. Such, wo ist der Bunker? Melvin, was hast du denn schon gefunden? Hast du schon den Bunker gefunden? Braver Hund. Ich glaube, dass das auch nichts Großes ist. Touri-Klo wahrscheinlich. Nein, da hätte es angefangen. Da haben sie reingebohrt praktisch. Man sieht nur die ganzen Bohrungen, aber weitergemacht haben sie nicht mehr. Ne? Da hätte es dann weiter gesprengt. Da ist sicher das Fort Hermann. Weniger touristisch, schon ein bisschen zerstört. Ich glaube, dass man da auch Kugeleinschläge auf die Wand sieht, aber bin mir nicht sicher. Müssen wir ein bisschen schauen. Ich habe gerade gelesen, dass das von den Italienern im Ersten Weltkrieg unter Torbeschuss genommen worden ist, weil trotz der Übermacht sind sie nicht über dieses Fort gegangen. Sie haben das nur unter Dauerartilleriefeuer gestellt. Da sieht man, dass das vom ersten Stock die Dicken runtergekommen oder was weiß ich. Keine Ahnung warum. Vielleicht wegen dem Artilleriefeuer. Und da aber, wenn du da gehst, musst du ein bisschen aufpassen, weil sonst liegt nämlich weiter unten.